Hallo liebe Leute, willkommen zu einem Let's Play von Dark Cloud, dem PS2-Klassiker auf der PlayStation 4. Ja, letztes Mal haben wir eigentlich nur ein bisschen Cutscenes gesehen. Jetzt beginnen wir mal, sich hier zu bewegen. Und leider, wer das letzte Mal zugesehen hat, musste feststellen, dass die Cutscenes, also die Texte, ein bisschen schnell ausgeblendet wurden, so dass ich eigentlich gar nicht zum Lesen kam. Und ich habe jetzt geschaut in den Einstellungen und das kann man leider nicht ändern. Das heißt, es kann jetzt mitunter sein, dass ich einige Sachen nicht fertig lesen kann. Dann müsst ihr leider, wenn es euch interessiert, was da stand, auf die Pause-Option klicken auf YouTube. Abenteuertag 1, Abend. Also ihr müsst das Video pausieren, dann könnt ihr ganz normal, wie gewohnt, den Text lesen und... Ah ja, okay. Hier muss man X klicken, obwohl es einem nicht gesagt wird. Das heißt, good old times, keine Hilfestellungen. Ah, Nexus, du lebst noch. Es scheint, als wären wir die einzigen Überlebenden in diesem Dorf. Wir hätten so etwas nie erwartet. Unser Dorf ist einfach verschwunden von einem Tag auf den anderen, Nexus. Ich fühle mich so hilflos. Ich, der Bürgermeister des Dorfes, kann nichts unternehmen. Was soll ich nur tun? Hm? Nichts, würde ich sagen. Nichts. Ich schätze, unsere einzige Chance ist, den Wächter unseres Dorfes, Dran, um Hilfe zu bitten. Dran lässt uns nicht im Stich, er hilft uns ganz bestimmt. Tu mir einen Gefallen, geh zur Götterbiesthöhle und berichte Dran von unserem Leid. Die Götterbiesthöhle ist die Höhle rechter Hand vor diesem Haus. Vielleicht kennst du sie schon. Womöglich bilde ich mir das ein, aber irgendetwas hat sich an der Höhle verändert. Sei vorsichtig. Das ist ein Höhlenschlüssel. Höhlenschlüssel erhalten. Der Höhlenschlüssel, ne? Ich habe dir die Dinge, die du gebrauchen könntest, schon eingepackt. Übertreibe es nicht, wenn es zu gefährlich wird. Komm bitte zurück, dann gebe ich dir neue Vorräte. Bis dann. Ein Höhlenschlüssel, interessant. So, also... Nachdem uns das Spiel hier nicht sagt, was wir klicken müssen. Ah, da war jetzt immerhin ein Rufzeichen. Ein bisschen Käse. Da kommt ein stacheliger Käfer raus. Oh. Stachelig erhalten. Gut. Dann stecken wir unser Stachelig mal ein. Stachelig. Was gibt's hier? Ein bisschen ein Bad. Wir können ein Bad nehmen. Ne, können wir nicht. Na gut, dann gehen wir mal raus zur Höhle. Diese tolle Tür hier. Sehen wir uns mal an, was erwartet uns denn in der Höhle. Select Editor Modus. Ah, aha, Diorama Modus. Also hier kann man offensichtlich das, das Dorf bearbeiten. Nicht wundern, warum es hier so kahl ist, die Welt. Das liegt vermutlich daran, dass wir hier noch einiges dazu bauen können. Ja, und noch ein wichtiger Hinweis für euch, für dieses Let's Play. Normalerweise ist es so üblich, dass ich alle Messages ausblenden lasse. Dieses Mal dachte ich mir allerdings, vielleicht interessieren mich die Trophäen, deswegen werden die Trophäen jetzt zukünftig in meinen Let's Plays angezeigt. Zumindest was die PlayStation 4 Spiele angeht. Ob das bei der Xbox One auch einstellbar ist, muss ich erst gucken. Sollte es sein, dann werde ich das auch dort so einstellen. So, dann benutzen wir mal den Höhlenschlüssel, um die Höhle zu öffnen, und gehen wir mal rein in die Götterbiest-Höhle.
Okay. Höhle 1. Gut, erforschen wir diese mal. Und Leute, noch eine kurze Randinfo. Ich habe auch Dark Chronicles, das ist der zweite Teil von Dark Cloud. Oder Dark Cloud. Den werde ich danach auch spielen und ein Let's Play machen. Das heißt, wenn dieser Teil fertig ist, werde ich gleich im Anschluss den zweiten Teil spielen. So dass ihr in den vollen Genuss der Geschichte von Dark Cloud kommt. So, diesmal wird es ernst, Nexus. Ab jetzt wirst du wirklich auf die Probe gestellt. Durchquere zunächst diese elende Götterbisthöhle und finde Transport. Das ist dein erstes Ziel. Da du ein Neuling bist, erkläre ich dir mal, wie man im Verlies kämpft. Um die nächste Ebene eines Verlieses zu erschließen, brauchst du einen Torschlüssel. Jedes Verlies hat einen eigenen Schlüssel. In der Götterbisthöhle ist Transwappen der Torschlüssel. Der Torschlüssel ist fast immer im Besitz eines Monsters im Verlies. Du musst das Monster besiegen, um ihn zu erlangen. Da du nicht wissen kannst, welches Monster den Schlüssel hat, musst du alle einzeln besiegen. Jetzt erkläre ich dir, wie du wieder an die Oberfläche zurückkehrst, statt eine Ebene tiefer zu gehen. Um an die Oberfläche zu gelangen, musst du mich geistig verständigen. Wir tauschen unsere Gedanken aus. Wenn du das tust, bringe ich deinen Körper an die Oberfläche. Wähle im Hauptmenü einfach Verlies verlassen. Aber beachte, dass unser Gedankenaustausch nur gelingt, wenn keine Monster mehr auf der Ebene sind. Ihre Bosheit blockiert ihn sonst. In dem Fall brauchst du den Gegenstand Fluchtpulver, um von alleine zu fliehen. Der Bürgermeister von Nolun hat jede Menge davon. Vergiss nicht, dir etwas zu holen, bevor du gehst. Du kannst mich auch verständigen, wenn du das Tor zur nächsten Ebene eines Verlieses durchschreitest. Wenn du das Verlies wieder betrittst, kannst du auf der nächsten neuen Ebene fortfahren. Du verlierst also nichts. Jetzt kommen wir zu den Waffen. Vergiss nicht, dass Waffen zerbrechen können. Je öfter du eine Waffe benutzt, umso mehr nutzt sie sich ab. Und irgendwann geht sie kaputt und verschwindet. Um das zu vermeiden, musst du Reparaturpulver benutzen. Es gibt den Waffen WP zurück. Je öfter du eine Waffe benutzt und reparierst, umso mehr Magie nimmt sie von Monstern auf. Wird also stärker. Man sagt, dass eine Waffe, die ihre volle Stärke erreicht hat, eine mächtigere Form annehmen kann. Vergiss das nicht. Ach ja, ich habe deinen Dolch verzaubert, damit er nie verschwinden kann. Aber alle Waffen, die du unterwegs neu findest, verschwinden, wenn sie kaputt gehen. Wenn eine Waffe zerbricht und verschwindet, war deine Mühe, sie zu bekommen, umsonst. Jetzt kommt der wichtigste Teil, die Kugel Adler, in der ich die Splitter der Welt geschützt und versiegelt habe. Wenn du einen Adler siehst, solltest du es immer berühren. Dadurch nimmst du seinen Inhalt im Adler Milia auf. Wenn du an die Oberfläche zurückkehrst, kannst du diese Teile der Welt wieder neu zusammenfügen. Huch, das war ziemlich viel für eine Sitzung. Wir machen lieber Schluss für heute. Und nun, Nexus, zeig mir, dass du wahrhaft geeignet bist für diese Aufgabe. Ja, gut, dann... Ja, das mit dem Waffenzerbrechen ist ein bisschen krass, denn... Was er mir jetzt nicht erklärt hat, ist, wie kämpfe ich? Ah ja, X. Da kommt doch schon das erste Skelett. Zuck. Hui. Yeah. Gibt's auch so eine Art Lock-Modus? Na. Ah ja, man kann auch in die First Person. Oh, das ist umschauen. Das ist auch wieder implementiert. Naja. Gut. Boah, also Leute. Die Steuerung mit der Kamera ist ein bisschen mühsam. Gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Ah, giftet! Ist das jetzt so ein Adler irgendwas? Ah ja. Macho erhalten, na bitte. So, ich bin vergiftet, Leute. Keine Ahnung, wie ich mich entgifte. Was haben wir hier? Lampe erhalten. Puh, ja, Gegenstand. Was haben wir denn hier? Gift, toll. Was haben wir hier? Köstliches Wasser, Brot, Reparaturpulver, Fluchtpulver. Gegengift. Ja, damit haben wir unser einziges Gift verbraucht.
Okay, Leute, also hier. Man muss die Karte offenbar selbst aufdecken. Und ich muss kurz mal hier. Sorry, ich muss hier mal die. Einstellen. Die Kamerasteuerung. Naja. Naja, muss ich damit leben. Ist ein bisschen mühsam. Gut, ist aber PlayStation 2 Zeit. Deswegen ist es verzeihbar. Und ja, hier noch so ein Kügelchen. Ich kann ja nicht mal die Kamerageschwindigkeit einstellen. Ist ein bisschen. Bäume! Wir haben endlich Bäume erhalten. So, hier sind aber Fledermäuse. Dann werden wir die doch mal hier zermürben. Unserem super tollen Kampfstil. Oh, sag nicht, du hast mich wieder vergiftet. Nee. Nicht vergiftet, Leute, ich bin nicht vergiftet. Das ist schon mal gut. Kaputt sind sie, kaputt. So. Hier gibt's nichts. Eine Sackgasse. Dann gehen wir wieder zurück. Jetzt wollte ich gerade nachsehen, ob ich laufen kann, aber. Nexus, unser Kamerad, läuft hier offenbar bereits und. Hier gibt es dann noch oben einen Gang. Ich glaube, ich gucke mich mal dort um. Und hier oben sehen wir unsere Leben. Das heißt 38 von 70. Ein Bahnöl, aha. Und 29 von 48 dürfte offenbar die. Der Zustand der Waffe sein. Hey, wir haben eine Karte erhalten. Na bitte, na bitte. Und hier haben wir. Also. Ich werde natürlich hier alles erkunden, was ich erkunden kann. Ich bin da gerade hier. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Wagen mit rostigen Rädern. Naja, dann werden wir mal das Bahnöl hier verwenden. Der Wagen geht wieder. Ja, probieren wir es halt mal. Wo bringt uns das hin? Schauen wir mal. Vielleicht auf die andere Seite der Map. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Einfach mal drauf losfahren. Wird uns schon irgendwo hinbringen. Nobody knows. Ich bin hier auf. Hinten sind wir jetzt. Ach Leute, nee. Wieder zurück. Sorry, kann man hier skippen wenigstens? Nee, kann man nicht. Tja, das ist natürlich. Nee, ich will natürlich hier alles erforschen, was es zu erforschen gibt. Was ich finde. Und da war noch ein wenig. Hier zum Entdecken. Ach, die spawnen nochmal, Leute. Das ist jetzt natürlich. Ich weiß nicht, kriegt man überhaupt XP? Ich glaube nicht. Irgendwas ist hier oben. Ich, keine Ahnung. Ich bin hier, wie gesagt, absoluter Neuling. Das Spiel damals nicht gespielt und ja. Lass mich einfach mal überraschen, was es hier alles gibt. Bis jetzt eigentlich ganz spaßig. So total auf PlayStation 2 Ära, was ja eine echt coole Zeit war. Na bitte, irgendwas habe ich hier bekommen. Also Aufnahme von Dolby ist voll. Hä? Achso, ja, jetzt ist unser Dolch hier natürlich. Jetzt muss ich hier Reparaturpulver auf den Dolch legen. Das müssen wir hier auf den Dolch. Ja gut. Unser Dolch ist wieder vollkommen aufgeladen. Und hier gibt es noch ein paar Sachen. Ein Reparaturpulver wäre jetzt natürlich nicht verkehrt. Was gibt's hier Schönes?
Zauberkristall. Ja, es gibt hier offenbar viele Items zum Finden. Die für mich erschließt sich noch nicht der Sinn der Verwendung davon. Aber ja, diese Kugeln brauchen wir offenbar, um unser Dorf hier wieder aufzubauen. Matlos Haus. Na bitte, jetzt haben wir Matlos. Okay, ziemlich realistisch, weil wir müssen jetzt offenbar trinken. Weil wir Durst haben und sonst ständig Gesundheitspunkte verlieren. Ich öffne hier noch die Kiste. Oh, was haben wir hier? Käse? Na bitte, Käse. Und ich bin schon wieder vergiftet, Leute. Ich bin schon wieder vergiftet. Dann trinken wir mal. So, so. Weiter geht's. Gut. Bisschen mühsam mit dem Gift, denn ich verliere hier ständig Leben. Und ich, Leute, ich glaube, ich muss... Ich muss das Verlies verlassen, tut mir leid. Ach so. Jetzt habe ich natürlich dieses Pulver verwendet. Ah, okay, echt schwierig mit diesem Gift. Aber wir können ja schon ein bisschen das Dorf aufbauen. Da ist er wieder, der weise Mann. Der weise Mann. Hahaha, scheint, als wärst du endlich mit Atlas wiedergekommen. Na gut, dann will ich dich wie versprochen unterrichten. Die Stücke, die in Atlas eingeschlossen sind, kannst du nachladen, indem du es mit der linken Hand berührst, wenn du die Macht des Atlamilia besitzt. Gebäude und Personen, die von dem Atlamilia eingesaugt werden, erhalten ihre ursprüngliche Form zurück. Wenn du sie wieder an die Erdoberfläche zurückbringst, dort kannst du sie beliebig anordnen. Du kannst der Erde immer ihr altes Aussehen wiedergeben, indem du zwischen dem Verlies und der Oberfläche hin und her reist. Das ist ein Auftrag, denn dir wurde der Atlamilia verliehen. Lass uns nun fortfahren, ich muss dir einige Fachausdrücke erklären. Wenn du Gebäude und so weiter platzieren willst, drücke im Laufmodus die Select-Taste. So gelangst du in den Editor-Modus. Drücke sie noch einmal, um wieder in den Laufmodus zurückzugelangen. Im Editor-Modus kannst du Gebäude, die zerstört wurden, wieder zusammenbauen und sie beliebig platzieren. Aber Übung macht den Meister. Versuch's mal. Das geht bestimmt schneller, als wenn ich dir einen Vortrag halte. Ach ja, und wenn du jemals nicht weiterkommst, benutze dies hier. Anleitung erhalten. Ja, gut, eine Anleitung. Das ist die Gebrauchsanweisung des Atlamilia. Ich habe sie speziell für Anfänger wie dich geschrieben. Im Hauptmenü kannst du Anleitung auswählen. Wenn du sie sorgfältig liest, wirst du keine Schwierigkeiten haben. Na gut, und jetzt liegt die Welt in deinen Händen. Ich werde dich immer beobachten. Bis dann. Dieser alte Spanner will mich immer beobachten. Naja. So, ich frage mich gerade, ob das Game hier ein bisschen wie Diablo aufgebaut ist, ob es hier nur ein Verlies gibt, das mehrere Ebenen hat und wir hier immer auf die Erdoberfläche zurückgelangen. Ich baue hier mal eine Straße, keine Ahnung warum. Bäume, Bäume. Not just ha. Gut, dann bauen wir mal sein Haus hierher. Hä? Ah ja, man kann sich rotieren. Naja, wo wäre Matlos Haus besser geeignet als hier? Und hier können wir offenbar noch Matsch reinbauen. Und dann von mir ist noch die Lampe. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ob wir die Lampe hinbauen können. Ist ja egal. Wir haben hier noch Bäume. Das heißt, wir machen hier noch ein bisschen Grünzeugs, damit es nicht ganz so kahl aussieht. Wir wollen ja eine Straße, Fluss. Naja, ein bisschen ein kleiner Fluss hier.
Müssen wir doch natürlich bauen, oder? So, hier rundherum. Hä? Ich drück doch auf Select. Naja. Naja, Leute. Da haben wir jetzt hier unseren kleinen Fluss und das Haus. Und hier haben wir sogar noch eine Kiste, eine kleine. Brot mit Brot, ja, sehr gut. Schauen wir mal rein zum Matcha. Was er denn will. Wo ist er denn? Ah, da ist er ja. Oh, Nexus, ich habe dich so vermisst. Ein Tag, an dem ich dein schönes Lächeln nicht sehe, ist ein verlorener Tag. Na toll, den können wir gleich wieder hier wegsperren. So, ja, gut, Leute. Er hat sich jetzt nicht so viel gebracht, den Matcha hier zu befreien, aber gut. Wir sind ja. Sind ja freundlich und wollen natürlich jeden befreien. Und zuerst gehen wir nochmal zum Bürgermeister. Aha. Nacht. Gehen wir zum Bürgermeister und holen uns nach wie vor neue Ressourcen, die er uns ja zugesagt hat. Mal sehen, ob er sein Versprechen hält. Aber, Leute, bevor wir das machen, mache ich hier einen Cut, denn das Video dauert sowieso schon viel zu lange. Ja, im nächsten Video gehen wir wieder in die Höhle, versuchen mal zur Ebene 2 zu gelangen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, es macht euch Spaß, hier zuzusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!